Hallo Leute und willkommen zu einer Runde Gran Turismo Sport. Ja. Ich habe diesmal schon ein bisschen rangeguckt, was es gibt. Und diesmal Klasse 3. Gruppe 3. Eigentlich ist es Klasse 3. Ja. Komm, der. Den hatten wir, meine ich, noch nicht. Mir fällt ja jetzt das auf, dass sich der Hintergrund hier bewegt. Och, come on. Aha, geht auch. Gut, dann, los geht's. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt gerade die PlayStation was runtergestellt. Also, auf dem Boden. Und ja, hoffentlich ist jetzt das WLAN besser. Gut, dann los geht's. Brands Hatch. Oh, der hat dieses schöne Turbo-Switcher. Was wir hier rausholen können. Eigentlich müsste das ja irgendwie klappen. Das wird eine relativ kürzere Folge sein, weil ich halt eben auch versprochen habe, oder mehr oder weniger versprochen habe, dass ich versuche, das jetzt regelmäßiger zu machen und ich mich mehr dran halte. Oh, jetzt bin ich langsamer. Wow. Als wenn ich jetzt so viel langsamer bin. Was muss ich sagen, der Master kommt echt gut in die Kurve.
bei Zeitplan geguckt, ob es da was gibt. Bei mir wurde jetzt nichts angezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war oder keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall wurde bei mir nichts angezeigt. Sekunde hat mich das gekostet. Ich habe keine Runde mehr. Den Zucker krieg ich hier noch beendet. Ich hoffe, die Zeit ist okay. Geht nämlich noch mehr. Die ist meine langsamste. Oh Gott. Okay. Ich hoffe, die Zeit war okay. Und? Oha, die war wirklich okay, die Zeit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, mein Lieblingswagen fährt auch mit. Mein Lieblingswagen ist nämlich der Ford GT LM Spec 2 Tesca. Aus Gran Turismo 4 stammt der Wagen. Ich habe mit Gran Turismo 4 angefangen. Mit Gran Turismo allgemein. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die Zeit wirklich so gut war. Holy moly! Was mach ich hier? Sorry. Klappt schon. Ist in der Warm-up, jetzt kann ich ja noch scheiße machen. Viel Glück. An alle. Rennen. Tägliches Rennen B. Kategorie 3. Auf Brandset. Man sieht meinen Geblinken nicht. Aber da hört man mich. Siebter. Alles klar. Versucht natürlich so fair wie möglich zu fahren. Gut, 5 Runden. Gleich geht's los. 3, 2, 1, Start.
die Kurve gerade doof. Hier innen ist einer. Sorry. Wow. Boah. Ich fahr lieber nach innen. Geht das schon das abgeführt? Nee? Boah, wie schön Glück gehabt. Für mich wäre das nämlich schon abgekürzt gewesen. Ich bin in der ersten Runde im Rennen meine Bestzeit gefahren. Das muss man sich mal geben. Wenn ich so kacke war im Zeitfahren. Gelb, warum? Oh, okay, ich sah warum. Da hat keiner mal richtig schön einer mal einen Abflug gemacht. Bei dieser Kurve, ne, habe ich immer Angst, dass ich eine Strafe kriege. Boah. Das wird niemals funktionieren. Ja. Boah, sorry. Egal, Vollgas, so. Boah, ich bin Vierter. Boah, bitte lass mich das halten. Das wäre so nice. Pool komme ich niemals. Dafür sind wir viel zu schnell. Oh, einer hat eine Strafe. Zu früh eingelenkt. Nein! Nein! Runterschalten! Oh, war der Fehler wieder dumm! Ich bin jetzt noch was ruhiger. Goldener Subaru. Auch nice.
Boah, in den Ruhig was für ein Überholmanöver. Das Überholmanöver des Jahrhunderts. Bestzeit! Hey, ich war furchtbar. Ja, teilweise war es aber auch meine Schuld, bin ich jetzt mal ehrlich. Wollte zu viel. Bin hätte ihm jetzt genau auf der Position, auf der ich gestartet bin. Ich bin Siebter. Kann ich auch irgendwie Fehler machen oder so? Hey! Ja, aber doch nicht mit reinfahren. Oh. Oh Gott! Holy moly! Aber Bestzeit gefahren. Damit bin ich auch zufrieden. Genau da gestartet, genau da beendet. Ich war auch da. Scheiße, war das dumm. Boah, ärgert mich das gerade, ey, das ist... Ah ja, schön, das ist ja jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt so eine Schnellrunde gefahren bin. Mann! Das ist aber auch nice. Gut. 7 Kilometer. Boah, ärgert mich das. Das war so dumm. Boah. Kann ich nochmal nachgucken. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ah, jetzt doch mal Tomahawk. Okay, Tomahawk. Warte, was? Der ganze Nürburgring? Okay, dann vielleicht doch nicht. Nochmal Brand Sand. Ja, okay, dann das. Hatten wir den Hyundai schon mal? Nee, komm, mit der Viper. Die Viper ist nice. Boah, war dieser Fehler dumm. Oh. Ich war doch da. Aber dazu muss man aber auch sagen, ich bin nicht letzte Runde gefahren zum allerersten Mal. 1,25. Boah. Vielleicht hast du Tuning. Ach so, das Tuning. Ja, davon habe ich keine Ahnung. Okay, los geht's. Boah, sieht die geil aus, die Viper. Ich auch haben will.
Ah, hier kriegt man also die zwei Sterne. Ich mag die Musik richtig von Gran Turismo. Die ist richtig geil. Also ist meine Meinung. Ne? Ich mag die Musik von Daiki Kato am meisten. Boah, bitte bring die ganz Russo 7 auch noch für PS4. Das wäre so geil. Wir kommen jetzt auf eine abgespeckte Version. Hauptsache einfach ganz Rhythmus. Oder eine Demo. Das würde auch gehen. Oh, komm rum. Nein, nicht wieder Fluss. Nee. Ja. Haha. Lenken, lenken. Ich merke aber schon bei der Viper, die ist mini bisschen... ne? Geht sehr gut quer, also will. Das war nicht deutsch. Mann, du bist was Schmeiner. Bremsen! Deutlich schneller. Boom. Gut, das reicht dann. Derzeit bin ich zufrieden. Viel mehr kann ich ja glaube ich nicht rausholen. Hier war ich nicht schneller. 377. Okay, aber ist ja gar nicht mal so schlecht. Bitte was? Bitte was? Okay. Aber das Tomahawk machen wir auch noch auf jeden Fall. Aber ich müsste da mal schauen, wann. Oh, der Formel 1 Wagen oder dieser Oldtimer da wäre nice. Den habe ich auch noch nicht. I3. Das ist doch ein E-Wagen, ne? Wenn ich richtig im Kopf habe. Die E-Reihe ist doch E, ne?
Ja, ich hole jetzt gleich schon noch den Bonus ab. Wie, ich meine, den habe ich noch nicht. Nö. Okay, ist ein E-Auto. Hat nämlich keinen Sound. Gut, dann holen wir jetzt noch den Bonus ab. Boah. Kein Versuch für bis zur nächsten Stufe. 15 mal schnellste Runde, ja, nee, ist klar. Jetzt habe ich nur einen Sieg. Keine Pole Positions. Ich habe einen Sieg, aber keine Pole Positions. Okay. Unfaire Rennen habe ich 2. Okay. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Streaky 44.